Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum neuen Video in der kalten Jahreszeit. Das wird, glaube ich, mein kürzestes Video mit dem wenigsten Setup. Aber dazu gleich mehr. Legen wir los. Ja, wir brauchen nicht wirklich viel. Hier der Kollege ist natürlich schon eingepackt, ist auch schon seit gestern Abend gewürzt und mariniert. Das ist natürlich scheiße. Und ja, ich benutze das Wort, weil ich könnte mich übelst drüber aufregen, wenn die Speicherkarte dann einen Geist aufgibt. Aber naja, was willst du machen, nicht? Ich habe das ganze Zeug quasi: Salz, Basilikum, italienische Kräuter, Thymian, jeweils einen Esslöffel und 13 Knoblauch im Mörser. Schön fein gemacht. Und habe unser Kaninchen mariniert. Oh, es ist echt übelst kalt. Wir werden Jensen auf dem Rotisserie ein paar Runden drehen lassen und spießen den erstmal auf, würde ich sagen. So, ausgepackt haben wir. Wenn du näher kommst, ist halt schön überall was dran. Wichtig auch innen drinnen. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier. Ordentlich durchkommen. Ja, am besten hier so. Knack. Na, perfekt. So. Ja, und dann keine große Sache. Den Kollegen einfach hier rein. Das sollte man schon richtig rummachen, ne? Einhängen. Hecktrenner an. Gucken, ob die hier noch drunter passt. Ich höre, dass er sich andersrum dreht. So. Ja, heben wir den Sachen eine anderthalb Stunde. Zwischendurch gucken wir mal rein. Hier werden wir noch ein bisschen Wasser reinmachen. Und dann passt das. Bis gleich. So, 45 Minuten sind rum. Gucken wir noch mal rein, was der Kerl macht. Ja, der kann noch. Das definitiv, aber es schnuppert auf jeden Fall schon sehr schön. Gut, warten wir mal noch ab. Hier wird man abgelenkt. Jetzt mach. Da sitzt ein Specht auf dem Baum. Und kriegt Kopfschmerzen. Ja, nach genau anderthalb Stunden. Sieht's dann so aus. Ja. Mal den Burschen mal hier rüberholen. In der Hoffnung, dass wir uns wieder eventuell irgendwas verbrennen. Stehst du? Ja, nur so. Klack.
Oh, zack. Ich muss noch mal kurz dazu sagen, war natürlich toll. Man läuft im Supermarkt an einem Kaninchen vorbei, was so, naja, 2,5 Kilo hat. Denkt sich, naja, guckst du erstmal noch weiter. Holst du dann gleich, kommst wieder. Und dann liegt da nur noch ein 1 Kilo Kaninchen. Oder 1,5, was es waren. Da war dann wieder irgendjemand schneller. Aber ist ja nicht schlimm. Schmecken muss es. Sparen können. So, Moment. Schneid ich den jetzt am besten an. Was sagst du? An der Keule. Welcher? Alles klar, dann fehlt ja eigentlich nur noch ein Schnitt. Ich, na klar, bin natürlich in Naub auf dem Knochen. Saftig ist es. Warte, Entschuldigung. Und durch ist es auch. Und schmecken wie zu Weihnachten tut auch. Hm. Man müsste halt nur noch rauskriegen, wie man es am besten schneidet. Das ist doch super. Hier. Also, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und freut euch aufs nächste. Macht's gut.